Ringfit Abenteuer. Einmal Gespenst aufgrund im Feiertag und ja, da sind wir wieder. Oh, heutige Folge, hoffentlich kriege ich keinen Herzinfarkt. Einfach lange nicht mehr trainiert und ich fühle mich auch nicht so fit, aber das ist ja schon seit einer Weile so. Ich weiß gar nicht, warum das Ding Ringfit Adventure heißt, wenn es einen gar keinen fit macht. Ach, vielleicht bin ich auch fitter, als man denkt. Hey, Level 120. Nice. Gut. Wir fangen erstmal damit an, unsere Aufwärmübungen zu machen, wie immer. Da brauchen wir unsere Socken zum Beispiel nicht. Und ich glaube, von der Intensität her können wir jetzt erstmal dabei bleiben. Vielleicht bis zum nächsten Mal. So, achte immer auf die richtige Haltung. Und hebe die Knie abwechselnd zum Ringkorn. Yes! It's always the same in Philadelphia. Letztes Mal. Okay, gut. Nun heben wir die Fußknöchel nach oben. Hebe die Innenseite des Knöchels zum Ringkorn. Diese Dehnübung kann die Hüften lockern. Letztes Mal. Genau, sehr schön. Okay, mein neues Spiel. Als nächstes dehnen wir den Rücken. Mein Chat-Spiel hat sich jetzt auch aktiviert. Ausfallschritt nach vorn. Stimmt, die Übung habe ich ganz vergessen. Da war ja was. Anheben auf gute Ausführung. Oh Gott. Dies spricht die Rumpfmuskulatur an. Was für ein Rumpf habe ich denn bitte schön? Bin ich ein Boot? Ein Durchgang noch. Oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Läuft. Nun etwas breiter. Jetzt kommt erstmal die Bauchzeigeübung. Wie jedes Mal. Zur Seite. Oh. Lass deine Bewegungen mit der Zeit nicht. Nicht gedacht, dass ich so unfit bin. Dies spricht den unteren Rücken an. Ja. Ein Durchgang noch. Ja. Gut gemacht. Genau. So, das war's auch mal wieder mit der Aufwärmung. Hier machen wir dann Kapitel 16. Puh. Das wird noch eine ziemlich lange Reise, wenn ich weiß, dass es mindestens 28 Kapitel gibt in diesem Spiel. Oh boy! Jo, wir müssen mal wieder den Drachen besiegen. Ich glaube, das ist so ziemlich die Hauptaufgabe hier. Typisch Nintendo. Die ganze Story ist sowieso erstmal völlig hinfällig, weil es gar nicht darum geht. Es geht darum zu trainieren oder zumindest ein bisschen aufzuwärmen. Okay, Flatterflügelfalle. Empfohlen wird Beinübungen. Ja, dann gehen wir mal drauf. Könnte ja spaßig werden. Da ich die ganze Zeit Training skippe, werden die Aufgaben auch immer schwieriger. Vielleicht sollte ich doch wieder Monster besiegen. Ich hasse es, wenn er nicht reagiert. Sehr eigentlich selten, aber er reagiert manchmal nicht so, wie ich will. Okay. So, normalerweise skippe ich die Leute und springe einfach drüber, aber diesmal gehen wir wieder hin. Okay, wähle eine Übung. Alles blau. Bitte sag mir, ich habe die Übung nicht mehr. Ich hasse mich. Oh boy. Warum habe ich die Übung noch? Ernsthaft, warum habe ich die noch? Ich hasse es! Oh boy! Warum? Und los geht's! Kann ich so tief in die Hocke? Was wollt ihr eigentlich von mir? Beim Arm heben, unteren Rücken gerade. Okay. Perfekt! Ah! Gott, das war überhaupt nicht nötig, diese Technik zu machen. Die Viecher. Okay,
Du bist spitze. Halten es sowieso nicht aus. Hätte ich auch eine einfachere Übung machen können. Oh, nur das mittlere Viech braucht so viel. Oh boy. Oh ja, Hauptsache die Übung wird gemacht. Ist gut für die Oberschenkel, Ältermuskel. Oh Gott, ich hasse es. Ah. Warum ich? Oh. Oh. Das geht ins Gesäßmuskel. Oh mein Gott. Okay. Kurz erholen. Ganz toll. Hey, Jesse, was geht? Falls irgendwer wieder sagt, ich soll diese Übung nochmal machen, bitte einfach töten, so? Danke. Ja, ich glaube, ich verreck auch. Ah! Krieg heute einen Herzinfarkt, bin mir ziemlich sicher. Lass erstmal weiter im Text. Erzähl, Jesse, wie geht's dir? Geil, freut mich. Ja, ich bin gerade am Verrecken, ansonsten geht's mir gut. Hab manchmal das Gefühl, ich bin einfach krank und krieg's nicht mehr auf die Reihe, gesund zu werden. Oh, mal sehen. Oh. Wusstest du, dass es bald Änderungen gibt in der Corona-Pandemie, beziehungsweise dass die, glaube ich, schon eingetreten sind? Dass Leute mit Corona-Impfungen nicht mehr zu den Leuten dazuzählen. Oh, Monkey. Das heißt, in Zukunft kann man sich vielleicht treffen, wenn alle durchgeimpft sind. Das wäre schon geil. Oh, ich habe schon einen verpasst. Okay, gut. Nicht mehr lange bis zum nächsten Mal. Ja, mich auch, Dude, ey. Mich auch. Folge die Ellbogen leicht und zieh mich auseinander. Oh, vor allem endlich mal wieder so ein richtiges Training machen, einen richtigen Ort. Ich meine, hier kann ich auch trainieren, aber es ist irgendwie sehr wenig Platz. Oh. Und dem Wetter kann man auch nicht immer vertrauen. Ja, Alter, PMP. Ja, toll gemacht. Oh, es muss endlich mal wieder dazu kommen, dass wir ordentlich Pen and Paper machen. Glaubst du mir, ich habe schon so viele Ideen, okay, wähle eine Übung, die ich in das Spiel einfließen lassen werde. Oh. Wird wieder richtig spaßig. Vor allem müssen wir erstmal unsere Session fertig kriegen. Also, dass Romeo wieder dazukommt, Robin und Daniel, sondern alle gemeinsam da weitermachen. Okay. Toll.
boy. Ich wünschte echt, dass es ein bisschen schneller geht. Vielleicht wird es ja irgendwann im Juli was. Juhu! Dafür lohnt sich das Geld. Oh, ich krieg das Handtuch immer noch nicht los. Das ist wahrscheinlich ein Handtuch vom Handtuchgott. Oh. Beim Ausatmen Spannung im Bauch. Ja, das Viech greift an, das heißt schon mal, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Oh boy. Wähle eine Übung zum Angreifen. Jesse, erzähl mal, an was erinnerst du dich noch vom letzten Mal? Was passiert ist? Das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Wenn es jetzt zu viel Aufwand ist, dann können wir das auch lassen. Aber sag Bescheid, weil ich finde es interessant, woran sich die Leute noch erinnern. Einfach um es zu wissen. Midgard. Midgard. Absodium ist, war, glaube ich, ein bisschen einfacher zu erinnern. Oh. Dann machen wir die Kriegerhaltung. Langsam nach links beugen. Langsam nach links beugen. Und langsam zurück. Der Oberkörper bleibt durchgestreckt. Ja, Midgard bitte. Oh. Genau. Weil wie gesagt, das Absodium ist relativ einfach. Oh. Gut, Seitenwechsel, Beine wechseln. Ah ja. Und was ist vorher passiert? Langsam nach rechts beugen. Und langsam zurück. Strecke beim Heben der Arme die Brust heraus. Wahnsinn! Ich weiß noch, ich habe euch auf ein Abenteuer geschickt. Also um es selbst zusammenzufassen, mit einem Schloss. Ihr wart vorher noch in einem Schloss. Ich muss gleich gucken, ich sehe es von hier so schlecht. Fantastisch! Ganz toll! Perfekt! Schön! Weiter so! Okay! Gut so! Toll! Spitze! Jawohl! Ich bin fix und fertig! Ach so, McGarfin, ja, das ist ein bisschen zu früh. Wem bist du denn in dem Schloss begegnet, in so einem kristallenen Raum? Das muss dich doch an etwas erinnern.
Ah. Ja, genau. Und wo seid ihr gerade? Wo seid ihr dem genau begegnet? Gedroppt. Richtiger Gamer. Ja, da war der Kristallring. Und was war nach dem Kristallring und kurz vor dem Fall? Da ist ja noch was passiert. Runa! Gut gekämpft. Und nun die Abschlusspose. Damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte. Soweit es bequem ist, in die Hocke. Ah, kann ich verstehen, ist jetzt auch ein Jahr her fast. Und Startschuss! Kleine Erinnerung, da war ein Raum, der vorne mit Dornen versetzt war. Und dein Ring hat dafür gesorgt, dass du da durch konntest. Studio mit dem. Oh Gott, ich hasse diesen Balanceakt. Hilft es dir, wenn ich dir einen Sarg erwähne? Mit diesem Ding los? Es soll stabilisiert sein. Jesus. Ja, so ähnlich. So ähnlich. Okay, jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren hier. Punkte! Ei, 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 ei! Nicht, ich! Ei, 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 ei! Okay. Weiter geht's. Fersen heben zum Unterschenkeltraining. Ei, 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 ei! Okay, das wird schwieriger. Okay, run. Yes. Der Kristallring hat dafür gesorgt, dass du an dieser Dornentür lang konntest. Die Dornen haben dich nicht erwischt. Und in dem Raum musstet ihr von Ketten, das Stichwort ist Ketten, getragen in einen höheren Stock, höhere Etage. Und dort war ein Sarg, der in der Luft hing, ebenfalls an Ketten. Und in dem Sarg war jemand drin. Okay, let's go. Okay, fliegen.
Ist übrigens ein neues Wortspiel. Oh je. Das Viech bekämpfen. Achte auf die Gegnerfarben und wähle eine Übung. Yay! You get the money. Schenkelfresse. Uff. Oh boy. Ich mach's mal in die Richtung. Jesse, heute verdienst du aber richtig Kohle. Okay. Super. Pass auf, das wird noch größer als Dogecoin. Die Währung. Okay. Ist schon mehr wert als die von Venezuela. Ui. Venezuela. Monkey. Okay. Perfekt. Und Toro. Wunderbar. Schön. Prima. Wunderbar. Weiter so. Superklasse. Dranbleiben. Okay. Ja, das ist die stärkste blaue Übung. Mach den nicht mal halb platt. Wähle eine Übung. Das ist gar nicht schön. Brauche noch zwei Runden, bis es fertig ist. Mach jetzt einfach mal den Überkopf pressen. Oh. Jesse, erzähl mal wegen Samael. Da müssen wir schon irgendwann mal gucken, dass wir den ein bisschen nerven. Aber nur so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon beschrieben haben. Dass die Monster, nicht die Monster, dass die Tiere tatsächlich mit dem Leben verbunden sind. Das heißt, wenn die Tiere angegriffen werden, dann kriegt man auch selber Schaden. Und den Berserker-Modus muss ich ausschalten lernen. Beziehungsweise irgendeine Lösung für den Berserker finden. Den Berserker hin und wieder ist ja witzig, aber nicht als Fertigkeit einer Person. Hat Daniel die eigentlich schon von... Durchhalten, das schaffst du. Ja, der erste Start war echt nicht schlecht, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Haltung 1. Oh. Übelst nice. Mit dem Fackelgott und dem Handtuchgott. Oh. Was wollte ich gerade sagen? Achso. Hast du denn schon von Daniels neuen Charakter mitbekommen, ja oder nein? Doch noch geschafft. Sehr gut. Also falls du mal Kontakt mit ihm hattest, könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass er davon geplappert hat, denn er kann sich ja selten zurückhalten mit dem Reden. Aber manchmal tut es oder vergisst es einfach. Was ist das jetzt schon wieder? Also ja, kann auch nicht meckern. Beim, halte mich gedrückt und schwinge mich. Der hat wenigstens noch ein Ziel. Das nicht. Zerstörung und alles kaputt machen ist. Da geht's noch irgendwo um Rolle.
Also er möchte seine Freunde wiederkriegen. Auf eine normale Art. Ja, Daniels neuer Charakter. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich finde ihn ein bisschen langweilig. Habe ich ihm aber auch schon gesagt, dass da noch was fehlt, um einen guten Charakter auszumachen. Im Grunde ist der Charakter ein, menschlicher Nergigante. Das war's. Also sehr wenig Unterschiede würde ich jetzt finden dazu. Oh, wieder so eine Scheiße. Und die sind alle gebufft. Oh, leckt mich doch, Leute. Oh. Ja, wie gesagt, ich fand es ein bisschen langweilig. Ich habe auch mal mit ihm gespielt. Oh. Es hat nicht wirklich was dahinter, was wirklich, weiß nicht, story-relevant ist. Beziehungsweise ich habe ein bisschen mehr erwartet. Aber letztlich ging Daniel hauptsächlich darum, dass er stärker ist als alle anderen. Und weil sein Charakter nicht gemocht wird. Oh. Also sein Sir HP Ita. Gott, diese Übung ist so schrecklich. Und jetzt schneller. Spitze. Ganz toll. Schön. Gut. Meine Hüfte. Noch 5. Weiter. Dranbleiben. Noch 3. Okay. Sehr gut. Noch 8. Toll gemacht. Oh Gott. Herzinfarkt kommt noch. Bauch stärker als die Arme. Okay. Und erhalten natürlich dieser miese Blick. 8 voll auch noch! Leckt mich doch, Leute! Oh! Das ist schon ziemlich asozial, die Technik. Diese Übung. Ich habe übrigens am Wochenende, weiß nicht, ob es interessant ist für dich, eine Weltkarte erstellt. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft von Midgard ein bisschen weggehen und dafür mehr auf eine eigene, erschaffene Welt gehen. Oh, blaue Übungen sind schwächer, na Gott sei Dank. Deine Herzen
passiert? Weißt du, was ich hier versuche, blöde Kuh? Das ist schon echt traurig. Das Spiel läuft schon seit Ende oder Oktober 2018. Und jetzt kommt ein Jahr dazwischen, in dem einfach nichts passiert. Es ist so nervig. Wunderbar, ganz toll, ja, ist okay. Ich bin gerade noch ein bisschen dabei, eine Weltordnung, Weltordnung ist irgendwo da, aber mir fehlt so ein bisschen verschiedene Rassen, verschiedene Klassen. Wird schon so eine kleine Fantasy-Welt. Meine Herzen, sei vorsichtig. Ey, Mensch, was geht? Weniger Wert. Beide Gegner sind irgendwo problematisch. Jetzt können wir den Russian Twist verwenden, dann geht das schon. Ich mach das mal hier. Ich habe die Liste der Memes übrigens ein bisschen abgeändert. Die ist jetzt alphabetisch geordnet. Und Time to Stop ist jetzt deutlich kürzer. Es gibt ein neues Minigame, da müsst ihr so schnell wie möglich schreiben, was der Bot euch da sagt. Da könnt ihr das Gold gewinnen, das er euch geben möchte. Genau. Oha. Oh ja. Die Übung nehme ich. Definitiv. Jesus. 415. Geil. Verbesserung kann ich mir noch holen. Warum wollte ich das jetzt unbedingt? Warum bin ich jetzt hier lang? Also bin ich nicht. Da wollte ich lang. Wenn Schock sagt... Ich höre es leider gerade nicht, aber ich schätze mal, es kam rüber. Ja? Ohrphasen Bauch. Ja, ich expandiere mal hier hin. Was ist das für eine Übung? Winkelhaltung. 295. Jetzt habe ich ja schon eine bessere, das bringt nichts. So, ich muss erstmal Tränke herstellen. Das hier, Rucola. Davon können wir auch ein paar herstellen. Oh ja, das wird wieder spaßig. Rucola-Herstellung, ja mei, jawohl. Drücken.
Achso, Frage an den Chat. Wenn ihr eine Fantasy-Rasse erstellen könntet, eine völlig freie, welche wäre das? Ich bin ständig am Rumrätseln, was ich mir alles erstellen könnte. Ich habe schon einige sehr seltsame Sachen erstellt. Ja, besonders seltsam war es jetzt auch nicht, muss ich sagen. Was ist denn daran seltsam? Ah ja, wisst ihr, was ich meine. Manche Sachen darf ich halt nicht sagen und so. Das ist die Idee weg. Seid ihr noch da? Hört ihr mich? Hallo! Super! Banana! Finde ich aber auch komisch, dass es nur so wenig geht. Stark 10 sagt MMH Monkey. Monkey. So geil. Ashitaba. Das Rucola. Ja, alles klar, damit muss ich jetzt ein paar Tränke machen. Aber man hört mich schon noch, oder? Drücken. Ja, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Interessiert euch die Frage mit der Rasse oder ist es eher uninteressant? Quasi ein Echsenmensch oder ein Fischmensch. Das sind ja so typische Rassen. Geflügelte Menschen. Vogelmenschen. Endspurt! Was gibt's denn noch alles? Tentakelmenschen. Wenn du eine Rasse erstellen könntest oder erschaffen könntest, welche wäre das? Irgendeine Fantasy-Sorte, irgendwas, was du willst. Es hat keine Konsequenzen auf die Realität. Fertig. Sondern einfach nur, was würdest du erstellen? So. Oh, run. Ich lauf keine Treppen. Mist. Das ist auch keine leichte Frage, also so aus dem Stegreif eine Rasse zu erfinden, ist relativ schwierig. Vor allem da es da schon sehr viele gibt und man möchte natürlich originell bleiben. Ach, das ist das Ziel. Nice. Runter in die Hocke. Ein Wendigo. Wendigo. Was ist ein Wendigo? Kenn das nicht. Was ist das? Tut das weh? Schmeckt das gut? Anscheinend irgendeine Art von Rasse, aber was für eine? Was macht die? Wie sieht die aus? Eine Ishi-Geschichte aus Elch und Mensch. Ah. Ach, so, sowas wie... Kann man das vergleichen mit dem... von The Witcher? Wie heißt der nochmal? Der Leshen. Ist das so ähnlich? Natürlich muss ich in die Hocke gehen.
nicht schlecht. Fertig. Los! Oh boy. Beim Beugen der Beine atmen. Atmen ist die schwierigste Übung hier. Wenn Schock sagt, Ja, vielleicht mache ich Text-to-Speech wieder aus. Komm, geben wir dem Chat etwas, damit Spaß dran haben kann. Chat hat Spaß dran und macht den ganzen Stream. Wähle eine Übung. Bin praktisch, dass ich doch gerade eine Auf- und Ab-Kombo gekriegt habe. Das geht natürlich. Okay, das ist natürlich praktisch. Oh. Benchock, erzähl, wie spaßig wäre es, wenn man beim Streamen, oder wenn man nicht beim Streamen, beim Spielen stören könnte, indem man die Steuerung zum Teil beeinflussen kann. Zum Beispiel runter, hoch drücken oder A, B, Z, was weiß ich. Wäre das interessant? Wäre das langweilig? Also das wäre langweilig. Okay, muss ich mir merken. Gott, jetzt werde ich die ganze Zeit angespuckt. Darauf habe ich mich nicht eingelassen. Ein dicker Seufzer. Natürlich sind die blauen Übungen jetzt schlechter. Das sind auch zufällig die Übungen, die hier was ausmachen. Das dauert drei Runden, das dauert drei Runden. Die Übung muss ich auch noch machen. Oh, wundervoll. Du mieser Kleiner. Ah, interessant. Das muss ich mir merken. Langsam beugen. Und langsam zurück. Niemals das Atmen vergessen. Ja! Ah!
gemacht. Steh wieder auf, aber keine Eile, ja? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Achso, nee, warte, ich glaube, es geht 200 Buchstaben lang. Stimmt, das kann ich einstellen. Danke, dass du das sagst, Benchuk. Du bist ein sehr guter Mod. Sehr guter Mod. Sehr gut. Beim Ausatmen Spannung im Bauch. Oh. Glück gehabt. Das heißt, ihr Glück gehabt. Ich habe mich angestrengt, blöde Kuh. Ich mache eine perfekte Abwehr und das Ding zieht mir 5 Herzen ab. Das ist doch völliger Quatsch. Ja, natürlich ist alles schwächer. Macht auch Sinn. Gott, ich hasse das. Mach mal die stärkere Übung, ist aber egal. Okay, wenn man die Beine dabei anspannt, ist es tatsächlich deutlich anstrengender. Was war noch? Also time to stop, text to speech. Ja, das Wortspiel, das ihr, glaube ich, immer noch nicht geantwortet habt. Genau. Achso, und es gibt ein neues Meme, das heißt Mustache. Vorstrecken. Das hätte ruhig mehr abziehen können. Blaue Übungen sind nun viel stärker. Ja, aber nur wenn der nicht spuckt. Wie dämlich. Deine Herzen, sei vorsichtig. Gut, wenn das stärker ist, dann mache ich den damit platt und dann hat sich das. Oh boy. Und los. Mein Arm. Yeah. Und Spitzenklasse. Jawohl. Superklasse. Omae wa mou shindeiru. Super. Ne, Moshin meine ich nicht. Genau. Gibt's noch ein anderes? Oh shit, ich hab kaum noch Leben, ich hab gar nicht drauf geachtet. Hab ich noch mal. Oh nein, jetzt muss ich einen Lebenstrank. Ach Mann, du. Fantastisch. Jo. Jo. Ach, at least the chat is lit. On fire. Perfekt. Oh.
Fuck. Anstrengung pur, ey. Vollgas! Vollgas! Ja! Oh. Vollgas im KZ war was anderes. Oh boy, was habe ich gesagt? Ich hab's vergessen. Ist nicht so wichtig. Yes. Oh. Endlich einer, der mich weniger nervt. Aber ich bin eh tot. Das werde ich nicht überleben. Jesse erhält 500 Gold und wollte seinen Rang gleich wieder ansehen. I'm dead. Sit on the hospital bed. Deine Herzen, sei vorsichtig. Monkey. Monkey. Ich sag doch, macht Mustache. Egal, was soll's. Es ist, wie es ist. Auf und ab, Kombo. Ja, mit einem SCH. Sprungvolle Bewegungen. Uno, das, Uno, das, Uno, Uno. Mustach. Stimmt, Sexy Batman habe ich noch gar nicht drin. Vermietet ist. Ja, Jesse, erinnere mich dran. Meine Güte, ich bin nicht Gott, auch wenn ich so heiße. Siehst du nicht, wie ich geblasen werde? Siehst du nicht, wie sie blasen? Einmal hier. Jesus Christ, alles killt mich hier einfach. Oh boy. Boy, boy. Ich fahr doch schon Auto, was wollt ihr von mir? Das Frühstück. Ja, du hast recht. Batman muss noch rein. Den habe ich völlig vergessen. Wieso habe ich den vergessen? Kommt mal frischer Wind hier rein. Das kann doch nicht sein, dass ich nach jedem blöden Angriff gleich wieder saufen muss wie ein Blöder. Was ist das denn hier? Ah, Leute. Oh.
Okay, schreib mir das mal bitte in WhatsApp rein, dass ich das machen muss. Oder schreib's auf meine Vorschlägeseite auf Discord. Dass ich das nicht vergesse. Bei den Vorschlägen ist es sicherer aufgehoben, da gucke ich nämlich rein. Bei den Chats kann es manchmal sein, dass ich es vergesse. Dann machen wir eine ordentliche Abwärtspresse auf den Drecksfisch. Und los geht's! Als würdest du etwas unter den Arm klemmen. Ganz toll! Als würdest du etwas unter den Arm klemmen. Super toll! So sieht die Übung aber nicht aus auf der Grafik. Super klasse! How dare you! How dare you! You destroyed my world! You destroyed my people, you be the nature, ba ba ba! Oh, endlich ist das Viech tot! Tell me why you ain't nothing but I. Tell me why it ain't nothing but a mistake. It's nothing but a mistake. I kill you that way. Tell me why. Wenn das Ding am Bauch abrutscht, ist irgendwas nicht falsch. Oder auch nicht richtig. Verdammt nochmal. Glück gehabt! Cooles Können, cooles Können! So, wir kriegen bei der Auf- und Ab-Kombo endlich mal Bonus. Geil, dass die Auf- und Ab-Kombo die einfachste Übung ist, die trotzdem so viele Punkte gibt. Uno, das! Yeah! Verrecke nicht, du Mistviech! Sehr braver Junge! Sehr brav! So gefällt du mir! Super Apps Abwehr! Kann ich vielleicht erstmal meine Super Apps kriegen? Dankeschön! Gemein. Wenn es wenigstens einen Angriff gemacht hätte, den man kontern könnte, wodurch es auch Schaden kriegt, aber nein, das geht ja nicht. Und los geht's. Das Richtige für die Oberarme. Spitze. Super toll. Oh Gott. Was hast du alles vorgeschlagen? Dann, Anakin. Das siehst du dann, mein junger Padawan. Oh Gott. Komm, bisschen Muckis. Okay.
Gleich nochmal. Das ist anstrengend genug. Aber ich wette, danach geht's immer noch weiter. Ich hätte das nächste Beste, die dämliche Kriegerhaltung. Oh. Ich freue mich schon, wenn ich das Spiel nicht mehr streamen muss, weil wir es endlich durchgespielt haben. Oh. Dann mache ich Montag und Donnerstag frei für irgendwas anderes. Ich werde zwar trotzdem noch trainieren, aber meine Fresse. Das Zeug ist nervig. Morgen spielen wir wahrscheinlich The Witcher zu Ende. Wenn es denn tatsächlich so schnell durchspielbar ist. Ich habe nämlich das Gefühl, obwohl wir das Ende angefangen haben, dass es immer noch ewig weitergehen kann. Was zur Hölle hat das Ding für Kräfte, bitteschön? So, nee, ich wollte sicherheitshalber noch was Kleines trinken. Aber ich habe nicht wirklich was Kleines hier. Na, sicher. Die 40 Tränke kriegt man nicht so oft. Das machen wir noch den stärksten blauen Angriff. Hoffentlich passt das. Oh boy. Uno, das. Das heißt 1, 2, 1, 1, 2. Das. Oh, wir müssen uns später unbedingt über Castlevania unterhalten. Yeah! Staffel 4. Übelst geil. Benchock, falls du es noch nicht geguckt hast. Castlevania Season 4. Generell die ganze Serie, guck's dir an. Es lohnt sich. Mir egal, ob du sagst, was der empfiehlt, das guck ich nicht. Du guckst das jetzt. Bitte. Das Zeug ist gut. Warum gucken mich die Leute von draußen an? Noch nie jemand trainieren sehen? War ich durch mit dem Kapitel? War's das? Oder geht's jetzt weiter? Ja, es geht weiter. Miese Drecksäcke! Also ich werde demnächst noch dabei, also so um 8 Uhr vielleicht. Geh erstmal ins Geschäft. What the fuck? Naja, nehmen wir das mit mehr Angriffskraft. Lohnt sich. Angriff ist besser als Verteidigung. Hey Katze! Sag Romeo, dass er später dabei sein soll, während wir Monster Hunter zocken. Kommt alle dazu, wir zocken! Zocki, und zwar flockig! Und jetzt mache ich erstmal ein schönes, entspannendes Cooldown. Jesus Christ, dieses Spiel macht mich noch wahnsinnig. Uff.
1000 Squats! 1000 Squats! Yes! Ich freue mich übrigens überhaupt nicht. Das ist geil! Endlich mal 1000 Schenkelpress! 1000! Weiß gar nicht, ob das viel ist, aber 1000! Und ich kann den machen wir noch. Habe ich gerade wieder 1000 was gekriegt? Stretching, glaube ich. Keine Ahnung. Irgendwas. Oh, geil. Romeo muss um 9 ins Bett. Das sagt Romeo ganz bestimmt nicht. Der macht meistens noch die ganze Nacht durch und isst dabei vergammelte Lasagne aus dem Mülleimer. Die Hand wechseln und zur anderen Seite. Nicht nach vorn oder das ist echt schön. Das ist eine Folter. Oh, das ist eine Folter. 1000 fucking Squats. Und ich sehe immer noch gleich aus. Ja, hast du, Romeo. Das hast du. Aber mit ordentlich Rotwein drin. Damit die Bechamelsoße nicht so stinkt. Die andere Seite. Warum kommt ihr alle am Ende meines Streams? Ja, es ist ja nicht schlimm. Ja, also wir würden später noch Monster Hunter zocken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und langsam zurück. Wenn ihr dabei wärt. Bewege den rechten Fuß nach vorn. Aber der kleine Romeo, der muss ja unbedingt schlafen gehen. Und ich falle hier völlig um. Wir bleiben etwas in dieser Position. Stehe wieder gerade und werfe das Bein. Nähere dich mit den Fingerspitzen dem hinteren Bein. Dem hinteren? So bleiben und ruhig atmen. Wenn Schock sagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Ben Schock, was machst du schon wieder? 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Eine Gruppe von Gaunern, Dieben, Mimern, Scharlatan, einen kleinen miesen Drecksäcken erschaffen habe. Und ich bin so stolz auf euch. Das ist meine Community. Die Community der Geistreichen. Penner. Egal. Let's go. Ja, mit Tikure. Oh! Kimochi! Okay, okay. Sollte aufhören damit, das ist ein bisschen beleidigend für die japanische. Oh! Oh mein Gott! Ich spür's, Mr. Krabs! Oh! Okay. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Stretching ist vorbei. Stretching ist zu Ende. Gut gemacht. Warum wollen alle klauen hier? Alright! Ihr könnt ja noch weiter klauen, wir machen später weiter mit Monster Hunter Rise. Ansonsten gehe ich jetzt erstmal duschen, ich melde mich. Bis dahin! Bei The Kyo Show! Bye bye! Wo gehe ich auf? Wo? Ah!